Kommunikation ist bei uns hier in der Mars-Simulation AMAD-18 genauso wichtig wie Sauerstoff. Mein Name ist Gernot Grömer, ich bin der Feldkommandant dieser Mars-Simulationsexpedition hier in der Dhofar-Wüste des Sultanats Oman. Wir sind hier in der Kommandostation, von hier aus werden die Außenbordeinsätze koordiniert, wenn wir mit Raumanzügen raus auf unseren simulierten Mars sozusagen gehen. Und wie es da draußen ausschaut, das möchte ich Ihnen gerne direkt vor Ort zeigen. Hinter mir ist die Kepler-Station. Das ist unsere Operationsbasis für die tiefe Wüste. Von dort aus werden dann die Außenbordeinsätze mit den Raumanzügen gemacht. Und diese Raumanzüge produzieren sehr viel an Daten und die gehen über eine Breitbandverbindung dann zu diesem Turm dahin, den man da im Hintergrund sieht. Der ist ca. 15 Meter hoch und von dort werden die Daten in der Schaltzentrale verwaltet und dort können wir noch in Echtzeit mit den Astronauten kommunizieren, bevor die Daten mit Zeitverzögerung in das Mission Support Center nach Innsbruck zurückgeschickt werden. Das heißt, wir simulieren die ganze Kommunikationskette von der Schulterkamera des Astronauten bis hin zum Arzt beim Mediziner im Mission Support Center, der mit 10 Minuten Zeitverzögerung das EKG des Astronauten überwachen kann. Das heißt, wir haben ja ein Dutzend von Parametern, die fast in Echtzeit abgebildet werden müssen, um jederzeit zu wissen, wie es dem Anzugträger und dem Anzug selber auch geht, beziehungsweise können unsere Wissenschaftler im Mission Support Center den Analogastronauten sozusagen über die Schulter schauen und damit kontrollieren, ob sie auch an den bestmöglichen Stellen die Proben entnehmen, dass sie die Experimente in der richtigen Reihenfolge durchführen etc. Das heißt, wir haben hier eine Schaltung, dass praktisch sehr, sehr viel Situation Awareness auf der Erde möglich ist, so wie es uns hier im Feld geht. Das heißt, Kommunikation ist das Um und Auf. Ohne Kommunikation sehen wir the sitting duck in the desert sozusagen.